So, da wären wir wieder. Und wir sollten unbedingt erstmal schlafen. Und danach wollten wir in den Teleporter rein, um irgendwo anders nach den beiden Schlüsseln zu suchen. Was schon ein wenig komisch ist, dass die Rätsel über so viele Etagen verteilt sind. Aber es macht das Ganze auch gleich ein bisschen interessanter. Also linksrum in den Dreher und dann nach Osten. Das heißt nach hinten. So. Oh. Wir sind nicht ganz am Eingang, sondern wir sind wieder hier. Wozu war der Knopf? Ah, für den Teleporter hier. Okay. So, also in Ebene 4 brauchen wir die Schlüssel. In Ebene 3 konnten wir ganz viel mit der Lore rumfahren und war hier ein Teleporter nach ganz oben. In 2 war gar nichts, was ein wenig komisch ist. Und in 1 ging es nur da runter in die Grube. Oh, war das hier schon immer da? Lass mal hochgehen zu Ebene 1. Und dazu müssen wir in die Lore und dann gucken wir weiter. Num, num, So, den Schalter lassen wir gleich auf der richtigen Einstellung. Hier drin war nichts. Nö. Wo war die Geheimwand? Da war die Geheimwand. So, mal gucken, wie weit ich komme, ohne auf die Karte zu gucken zu müssen. Teleporter. Richtig, wir sind wieder ganz oben. So, was wollen wir denn ganz oben? Gar nichts, richtig? Wir haben hier die Maschine, da fehlt uns aber das eine Teil. Wir können aber schon mal die Kohle reinschmeißen. Zumindest so Kohle, so viel Kohle, wie gerade benötigt wird, damit wir den Rest liegen lassen können. So, da rein. Da ist die Maschine. Kohle. Aber wenigstens können wir es jetzt aktivieren. Gut, dann wird hier wahrscheinlich noch so ein Zahnrad fehlen. Das Zahnrad ist bestimmt hinter einer der Türen, die wir nicht aufbekommen. Ja, so ist es natürlich ärgerlich. Das heißt, wir waren jetzt überall schon, wo wir hingehen konnten und haben wohl irgendwo einen Schlüssel übersehen. Das heißt, wir werden jetzt alles nochmal abgehen müssen und gucken, ob da irgendwo irgendwas auf der Karte ist. Also einmal habe ich hier keine Ahnung, wofür der Schalter da sein soll. Und wir können hier nochmal gucken, ob hier irgendetwas ist. Außer diese kleinen Männer und die säurezerstörenden Rüstungsfresser. Oh, er hätte seine Waffen wieder in der Hand. Eigentlich sollte er doch auf Gauner machen. Aber na gut, macht er halt jetzt mal ein Kriegerlevel, ist ja auch okay. Gleich viel besser. Nicht viel besser. Sonst haben wir keine Waffen. Okay. So, also hier ist nix. Nischen ist auch nix. Überall nur kichernde kleine Männer. Keine riesigen Schlüssel auf dem Fußboden. Die sind Gott sei Dank hier wirklich riesig und nicht so à la Dungeon Master grau auf grau. Nö, hier scheint echt nichts zu sein. Na gut. Dann zu dem Schalter im Osten. Mitte der Tür hier war das, genau. Und sobald so ein kleines hopsendes Ding ankommt, wird das gleich gegrillt. So, hier war ein Schalter eingetragen irgendwo auf der Karte. Genau der da. Wenn man da drauf drückt, ging hier eine Fallgrube auf. Nee. Der Knopf war für die Fallgrube da.
Fallgrube? Keine Fallgrube, Teleporter. Der Teleporter brachte uns aber nur nach oben. Jetzt ist die Frage, ob vielleicht die Dinger hier anders einstellen können und wir dann irgendwo anders hin teleportiert werden. Also drehen wir das mal um und gehen dann in den Teleporter. Oh oh. Wir haben es kaputt gemacht. Juhu, wir sind in einer Wand. Oh, in einer Wand mit ganz vielen Geheimwänden. Ach, schrei nicht so viel, Bakata. Oh, das war zu wenig. 3. Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Papier, Papier. Wo ist Papier? Da ist Papier. Da, fehlt nur noch ein Stift. Da. So. L, 1, 2, 3, 4, 5. Ein leer. E, leer, leer. T, M, leer, leer, leer. N, E, leer. So, das Ganze wird wahrscheinlich auch noch auf Englisch sein. Aber gut, vielleicht finden wir da irgendwo noch mehr Hinweise. Dann habe ich schon mal das aufgeschrieben. Überall Geheimgänge und Illusionswände und was weiß ich. Definitiv eine Zwergenmine. Wie auch immer Zwergen Illusionswände hinbekommen. Aber gut. Was ist das denn für eine Qualle? Eine One-Hit-Qualle. Na gut. Druckplatte auslösen mit... Na, Nachricht. Das war keine gute Idee, da hinten was draufzulegen. Setzen die Feuer an. Setzt sie aus. Hier was drauflegen. Egal. Wir haben einen Feuerball-Zauberstab bekommen. Na gut. Eine nette Ressource. Aber eigentlich hätte ich lieber einen Schlüssel gefunden. So, hier rasen wir jetzt einfach mal durch. Und das heilen wir gleich weg. So. Warum sind da Fallgruben eingetragen? Also, komisch. Aber gut, schlafen. Und wir sind jetzt auf der zweiten Ebene, also zweiten Untergeschoss, wo mir schon aufgefallen war, dass die ganze Ebene eigentlich nur aus diesem kleinen Teil bestand. Das war schon komisch. Also war es echt in die Teleporter-Einstellung. Das heißt, mit etwas Glück wird wir hier mindestens einen Schlüssel für ganz unten. Also ich hoffe natürlich, wir finden gleich zwei, denn es wäre nervig, wenn wir jetzt runtergehen müssten, um da was aufzumachen und dann wieder hochgehen müssten, um den zweiten Schlüssel zu finden. Das wäre schon albern. So, rückwärts. Hier ist auch noch ein Knopf. Gucken, was hier jetzt ist. Oh, es riecht nach Gas. Gas springen wir doch gleich mal in die Luft. Aber erstmal machen wir einen kurzen Cut. Speichern. LP0. Achso, ich bin gleich wieder da. So, riecht Gas. Dann feuerballen wir das Ganze doch mal. Und jo, da hinten ist aufgesprengt worden. Sehr schön, Qualle. Oh, noch eine Qualle. Ja, wenn wir dann treffen, dann können... dann können die ein One-Hit sein. Aber wenn wir nicht treffen, tun die ganz schön weh. Feuerquallen halten. Oder eher Blitzquallen, so wie sich das anhört. Heilen. 2. Und schauen wir doch mal, ob hier irgendwo Schlüssel sind. Bergwerkschlüssel Nummer 5. Okay. Ist hier auch irgendwo noch 4, 3, 2 und 1? Nö. Na gut, dann gehen wir mal wieder hier hin und schauen mal nach Süden. Links rum und hier müsste die Wand sein. Jetzt nach Süden. Was haben wir da? Ah, okay. Wo ist mein Zettel?
da, Stift. Nochmal. NK. RH. RT. Okay. Zusammen müsste das ergeben links, rechts und Myrtnet. Martnet. Also ich habe ganz am Ende jetzt M Leerzeichen RT NE Leerzeichen. Keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall schon mal links, rechts und dann gucken wir, was da noch ist. Also wir müssen jetzt irgendwelche Schalter suchen, wo es dann wahrscheinlich links, rechts und in der Mitte einen gibt. Und dann probieren wir da ein bisschen rum. Also machen erst links, rechts, Mitte, links, rechts, umdrehen oder keine Ahnung, was das dritte Wort heißen soll. Aber gucken wir einfach mal. So. Orin, it is true, I tell you. The rocks are alive. I am leaving this accursed place. Jeff. Okay. Die Knochen lassen wir auch mal da. Man muss ja nicht alles mitnehmen. Hm? Oh. Okay. Was packen wir mal auf die Druckplatte? Das war der glatte Stein. Den wollte ich nicht irgendwo hinlegen, damit ich ihn vergesse. Na gut, nehmen wir erstmal den Ginseng. Und Schlüssel Nummer 4. Okay. Also im Osten war 5, im Süden war 4. Dann ist hier hoffentlich 3 und da 2. Aber wir brauchen eigentlich nur 2 Schlüssel, wenn ich mich richtig erinnere. Also einmal einen für die Tür hier und einmal für da unten. Also hier war das Schloss so rostig rot und hier war es ein abgenutztes Schloss so silbrig. So silbrig würde einer von denen passen. Aber gucken wir erstmal weiter. Oh, und das können wir wieder mitnehmen. Richtig? Richtig. Unsere Kräuter waren da. So, dann gucken wir nach Westen. Da ist Westen. Da ist ein Schloss. Probiere ich erstmal die Dietriche. Nehmen wir 5. 4. Schade. Das heißt, die Schlüssel sind nicht für... Oh, was bist du denn? Das heißt, die Schlüssel sind nicht für da unten, wo ich sie eigentlich gerne für hätte. Und ja, das liebe ich echt über bei Lance of Lore. So viele verschiedene Gegnertypen. In anderen Spielen werden die meistens wieder aufgekocht. Also einfach eine andere Farbe oder größer oder kleiner. Aber hier sind es richtig schön viel verschiedene. Und alle auch mit verschiedenen Resistenzen und Angriffsarten. So, ich stirb. So, hier ist nix. Hier ist ein Langschwert Häuter. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, das können wir verkaufen. Sachen zum Verkaufen sind auch immer gut, dann können wir bei Karte vielleicht irgendwann mal eine neue Rüstung kaufen. So. Hier geht's runter. Ah, das ist die Stelle, wo wir das Wasser wegpumpen müssen mit der Maschine oben. Gut, gut, das merken wir uns mal, so gut es eben geht. Also in Ebene 2 ist Wasser. Warum ist denn in Ebene 3 kein Wasser? Na gut, sowas sollte man nicht hinterfragen. Wir merken es einfach in Ebene 2. Müssen wir hin, sobald wir die Maschine zum Laufen bekommen haben. Und du brauchst bestimmt Schlüssel 5. Hm? Nee, jupp. Und schon sind alle unsere Schlüssel weg. Naja, mit etwas Glück finden wir hier hinter irgendwo die Schlüssel für unten. Wo sind wir jetzt? Wir sind auf Ebene 1. Wir gehen immer weiter hoch. Ja, auch komisch. Ich höre hier irgendwas kichern. Ah, diese kleinen... Klick. Ah, das ist eine Druckplatte. Okay. Und noch eine Tür, für die wir keinen Schlüssel haben. Oh, und eine Geheimwand. Aber gut, speichern wir erstmal ab. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und ja, diesmal schreibe ich es auch richtig hin. Denn diesmal bin ich nicht in Eile. Vorhin musste ich ja ganz kurz unterbrechen.
So, LP18B und wir sehen uns gleich wieder.